Willkommen bei diesem ersten, bei dieser ersten von zwei Podiumsdiskussionen auf dem diesjährigen Klimacamp im Rheinland. Zuerst zum Dolmetschen. Es ist wichtig, dass wir langsam sprechen, damit alles gedolmetscht werden kann. Und wenn ihr sprecht, dass ihr die Sprache ansagt, in der ihr sprechen werdet. Es ist das erste von nur zwei Podien, weil wir letztes Jahr das Feedback hatten, als wir noch fünf Podien hatten, dass das zu frontal war. Deswegen experimentieren wir diesmal mit diesen Großplänen und Open Spaces und so. Und es ist zwar ein Podium, aber wir werden versuchen, ein bisschen mit dem Format zu spielen, weil das Thema ist ja Utopien und andere Podien müssen ja auch möglich sein. Mein Name ist Christopher Laumanns. Ich bin Teil dieses wunderbaren Orga-Kreises, der dieses Camp mit vorbereitet hat, ein halbes Jahr lang. Und hier eigentlich sonst in der Presse-AG, in meinem Pressezelt zu finden. Und arbeite sonst auch noch beim Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig, einem kleinen Think Tank, den wir vor 5 Jahren gegründet haben. Und ich fahre extrem gern Fahrrad. Und neben mir auf dem pinken Wunder sitzt Ana Maria Larrea Maldonado. Sie war Aktivistin während der härtesten Zeit des Neoliberalismus in Ecuador. Und 2007, nach dem Wahlsieg von Rafael Correa, wurde sie Teil der Regierung und hat vor allem die Planung zur Armutsbekämpfung als ihr Arbeitsgebiet gehabt. Und aktuell promoviert sie an der Uni zum Thema Public Policies. Links neben mir ist Peter Seifert. Er ist politischer Philosoph aus München, war 1998 Bundestagskandidat für die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands, hatte eine Bierfirma für Flugblätter zum Austrinken und hat an der Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Uni in München zu Anarchismus und Utopie geforscht, gelehrt und auch promoviert. Und im Ledersessel Nina Treu. Sie arbeitet auch beim Konzeptwerk in Leipzig. Wir sitzen uns eigentlich gegenüber im Büro und deswegen war es so ein bisschen komisch, dass wir dann zusammen auf dem Podium sitzen, aber die Programm-AG hatte nichts dagegen. Sie hat den Orga-Kreis der Degrowth-Konferenz 2014 koordiniert, arbeitet aktuell zu Degrowth in Bewegungen, also zu 32 verschiedenen sozialen Bewegungen, die sich zu Degrowth positionieren und auch kritisieren. Und sie redet sehr schnell. genau, die drei werden verschiedene Utopien vorstellen, nämlich Ana Maria. Die vierte ist Ana. Ana. Buen Vivir, Peter zu Anarchie und Nina zu Degrowth als konkreter Utopie. Und bevor sie vorstellen, wollen wir eine kleine Aktion machen. Es beginnt mit Ana Maria zu Buen Vivir und dass ihr, also das Mikro rumgeht und ihr zwei Begriffe nennt, die ihr mit Buen Vivir verbindet. Also das Mikro kann ruhig ein Weilchen rumgehen. Also nicht sehr lang, aber zwei Begriffe. Und denkt dran, eure Sprache anzusagen. Deutsch und Quechua, glaube ich. Respekt vor Pachamama, vor der Mutter Erde. Deutsch. Naturschutz. Test. Aber bei dem Rumgebemikro haben wir vergessen, das für die Dolmetscherinnen zu testen. Jetzt. Okay, Deutsch.
Naturschutz? Gemeinschaft? Deutsch, Ernährungssouveränität? Deutsch muss ich noch lesen. Deutsch, Konvivialität. Deutsch, Eigenrechte der Natur. Ja. Deutsch, Respekt vor allen Lebewesen. Deutsch, Nachhaltigkeit. Deutsch, Vielfalt der Kulturen. Deutsch, Realpolitik. Deutsch, Lateinamerika. Deutsch, mehr Zeit für Schönes. Deutsch, ein neues Verständnis von Entwicklung. Deutsch, ein plurales Konzept. So langsam könnte es wieder so Richtung vorne wandern. Englisch, love. Oh, das war sehr schön. Okay, maybe, vielleicht, sorry, ich spreche auf Deutsch. Lassen wir das als Schlusswort mit dem Love. Und wechseln jetzt auf Spanisch. Ana María, es tu micrófono. Bueno, buenas noches con todas y todos nuevamente. Yo soy Ana María y estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Tengo que confesarles que cuando recibí la invitación a venir acá, me pareció una invitación inusual, una invitación extraña. No sabía quién me invitaba y... pero me encantó, me pareció una invitación maravillosa. Yo recibo muchas invitaciones para participar en distintos lugares del mundo y esta me pareció la invitación más linda que he recibido porque era una invitación muy original, poco formal, para poder participar en un campamento con gente que está soñando un mundo distinto. Entonces dije, tengo que ir allá. Sí. Y he pasado aquí estos días realmente muy contenta, he aprendido mucho de ustedes y estoy feliz de estar aquí. Bueno, dicho esto, y les agradezco mucho por esa invitación. Dicho esto, empezar diciendo que cuando nos planteamos cambiar el mundo, también el plantearnos cambiar el mundo implica pensarlo distinto, concebirlo de una manera distinta, y no solamente concebirlo y pensarlo, sino también sentirlo, recuperar esas emociones, esos sentimientos y poder conjugar la teoría con la práctica, con lo que hacemos, poder ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Boaventura de Sousa Santos, un pensador muy querido portugués, tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice, cuando la,
para la teoría ciega, la práctica social es irrelevante. Para la práctica ciega, la teoría social es invisible. Y es importante que podamos, en estos pensamientos de las alternativas, estos pensamientos alternativos de las alternativas, podamos conjugar la teoría con la práctica y recuperar lo que ha sido nuestra historia, de dónde venimos, de dónde procedemos. Y creo que América Latina es un continente que está pensándose, que está repensándose, recreándose, imaginando nuevas cosas, pero sin olvidar de dónde venimos, recogiendo esas tradiciones del pasado, recogiendo también quiénes somos y quiénes no hemos dejado de ser después de 500 años de proceso de colonización. Y una de estas ideas, alternativas de las alternativas, es justamente el buen vivir. Y quiero compartir con ustedes cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos procesando, cómo nos lo estamos imaginando desde diversas posturas también, ¿no? Y cuando a mí me preguntan cómo defines tú el buen vivir, qué es el buen vivir, es un concepto, es una nueva epistemología, es una idea, ¿qué es? Yo digo, yo me niego a calificar al buen vivir como un concepto. No creo que el buen vivir sea un concepto, porque cuando lo definimos como un concepto, lo estamos encuadrando en una matriz de la ciencia occidental y moderna. Y hacemos que pierda toda la riqueza, todos los orígenes de donde procede y toda la riqueza que tiene. Para mí, personalmente, el buen vivir es una idea. Y es una idea movilizadora, es una utopía, es algo que nos permite tener un horizonte de sentido, un horizonte hacia dónde caminar. Un gran literato latinoamericano, uruguayo, que recién murió, Eduardo Galeano, decía, cuando le preguntaron alguna vez qué es la utopía, tú caminas, y él decía, la utopía, tú caminas 5 pasos y la utopía está 5 pasos más allá. Caminas otros 5 pasos y la utopía se alejó 5 pasos más. Y entonces, ¿para qué nos sirve la utopía? La utopía nos sirve para caminar. Y creo que esta idea de Galeano calza bien con esa idea del buen vivir. Es una utopía, es algo con lo que soñamos, es algo que no tenemos todavía, pero que queremos construir. Y el hecho de que lo queramos construir aquí y ahora, la hace importante y nos da energía para poder caminar, aunque se vaya alejando y se vaya alejando, ¿verdad? Y vayan cambiando también los sentidos que le vamos dando al buen vivir. Y esta es la segunda idea que quisiera instalar aquí, el buen vivir. Yo no puedo decir qué es el buen vivir es ABC, porque es una idea en construcción, es algo que lo vamos haciendo en ese proceso justamente de desarrollar las utopías. Y es una idea cuyos orígenes son milenarios, muy profundamente arraigada en los pueblos indígenas, no solamente de mi país, Ecuador, sino del mundo entero. Casi todos los pueblos indígenas del mundo tienen una idea parecida al buen vivir, pero que también ha recibido contribuciones importantes del pensamiento occidental. De donde yo vengo, que donde habitan los pueblos indígenas andino-amazónicos, el buen vivir en quichua es el suma causai.
El suma causa está mal traducido al español como buen vivir. En realidad, para los pueblos quichuas andino-amazónicos, significa la vida en plenitud, el poder vivir plenamente. Y poder vivir plenamente tiene unos significados muy importantes y quiero dar tres entradas. La primera es poder estar en armonía entre los seres humanos, poder vivir armónicamente entre los seres humanos, y eso para los pueblos indígenas andino-amazónicos tiene sin duda un componente comunitario muy fuerte. ¿Cómo hacemos vida en comunidad? El vivir armónicamente entre personas significa está reñido con el individualismo, significa tomar en cuenta siempre al otro, a la identidad del otro, el respeto al otro y poder vivir en comunidad. La segunda idea fuerte del buen vivir es la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Y esto en las sociedades que vivimos actualmente, que son sociedades capitalistas, donde el capital está por sobre la vida, significa ir construyendo nuevas formas de consumir y nuevas formas de producir. Y esto implica también cambiar el sistema económico. Y es un gran desafío cómo vamos construyendo una nueva economía desde abajo, donde el ser humano esté sobre el capital y la vida esté sobre el capital. Y la tercera armonía es esta armonía entre los seres humanos con el tiempo y con el cosmos. El capitalismo nos pone a vivir en un ritmo de tiempo perverso, un tiempo lineal, un tiempo acelerado, un tiempo donde no hay espacio para los otros, donde no hay espacio para la vida, donde no hay espacio para disfrutar de la naturaleza. Y esta nueva noción del tiempo, esta nueva, viejísima, milenaria noción del tiempo que nos plantean los pueblos indígenas, es una visión del tiempo no lineal, es una visión del tiempo circular, donde nosotros nos encontramos permanentemente con nuestro pasado y miramos nuestro pasado al frente, mientras que el futuro lo tenemos atrás. El futuro es lo desconocido, lo que no sabemos dónde está. Y esta visión circular del tiempo implica que seamos responsables también con las generaciones futuras. Y ahí viene toda una dimensión importante del buen vivir, de responsabilidad intergeneracional, pero también de memoria, también de saber de dónde venimos y quiénes somos, qué es lo que nos constituye aquí ahora como seres humanos específicos. Como podrán ver, el buen vivir hace una crítica muy fuerte a la concepción lineal tradicional de desarrollo. Y ahí tal vez plantearnos algunas preguntas. Al cuestionar el desarrollo, ¿el buen vivir nos está diciendo el no desarrollo? Yo creo que no. Yo creo que el buen vivir es también una noción histórica. También nos implica un cambio permanente, ¿verdad? No es volver al pasado. Yo recuerdo cuando estábamos en la Asamblea Constituyente en Ecuador, la derecha nos decía, es que ustedes con lo del buen vivir nos quieren llevar a vivir en la época de las cavernas, ¿no? Era el argumento de la derecha contra nuestra propuesta de que la Constitución ecuatoriana esté regida por el buen vivir. Y en realidad, o sea, no es volver al pasado, no es volver a un incario imperial también, es saber que tenemos un sentido histórico y que siempre vamos cambiando.
El tema es hacia dónde cambiamos y cómo cambiamos. Si en esa lógica lineal, en esa lógica depredadora, en esa lógica de la acumulación sin fin que nos plantea el capitalismo o en otras lógicas. Si queremos vivir mejor, si queremos una vida buena, una vida mejor para todos los ecuatorianos, en el caso de mi país, pero eso no significa que estamos renunciando al cambio, estamos planteando el cambio, pero otro tipo de cambio, ¿verdad? Ya. Y bueno, finalmente, si el buen vivir significa o no significa decrecimiento o crecimiento cero, ¿no? Desde mi perspectiva, nuevamente, esto es un proceso en construcción, yo les estoy dando una perspectiva, creo que el tema del crecimiento, del decrecimiento es un tema muy fuerte, muy convocante, pero sobre todo en el norte. Creo que en países del sur, como el país de donde yo vengo, el tema fundamental es la distribución. Y creo que el buen vivir cuestiona al desarrollo y cuestiona que pongamos al centro de toda la concepción al crecimiento, pero no se opone a que crezcamos. Yo creo que es necesario que crezcamos en las economías del sur. El tema es qué tipo de crecimiento queremos tener y hacia dónde queremos ir. Y bueno, finalmente decirles que creo que esta utopía es una utopía milenaria, pero que a la vez da muchas respuestas a los problemas contemporáneos y al cambio civilizatorio que requiere nuestra humanidad. Muchas gracias. Okay, dann jetzt wieder auf Deutsch. Vielen Dank. Muchas gracias. Auch noch einen wunderbaren Übergang zur nächsten Rednerin, nämlich zu Nina, zu Degrowth. Und ich weiß nicht, ob das Mikro noch da ist, weil dann würden wir das gleiche Spiel nochmal machen. Ah, hinten bei Martin. Vielleicht nochmal einen kurzen Applaus für Martin und dann kann sich jemand das Mikro schnappen. Und ein, zwei Begriffe pro Person zu Degrowth. Du drückst einfach jemandem in die Hand. Dann geben die es schon weiter, bis es... Ja, ja, einfach zack. Oh, das ist noch nicht an, Martin. Ah, ne, der muss noch den Knopf drücken, genau. Jetzt? Hast du bei dir den Knopf, den Power-Knopf gedrückt? Ja. Okay. Resilienz? Super. Deutsch, Entschleunigung? Deutsch in Bewegung. Englisch, State. Deutsch, Suffizienz. Glücklich mit wenig. Deutsch, schrumpfen. Englisch, cutting away the unnecessary. Englisch, inner growth. English community.
Deutsch verlernen. English hope. Deutsch Wegfall des Machtgefälles Nord-Süd. Deutsch Vernunft. Deutsch Zeit. Deutsch Umgang mit Kolonialismus. Englisch Social Struggle. Deutsch mentale Infrastrukturen. Englisch Climate Justice. Okay, wahrscheinlich sind die Köpfe auch wieder schon ganz gut voll mit so vielen Begriffen. Eins noch? Auf jeden. Keine Konkurrenz unter den Menschen. Das ist schön, das passt auch zum Love als letztes von eben. Dann wurde noch gesagt, Definition von Glück und Wohlstand. Ich würde jetzt das Wort an Nina geben. Die hat ihr eigenes Mikro. Da wäre es wichtig, es auszumachen wieder. Und kann man gerne auch dem Martin wieder hinten in die Ecke geben. Da, der hebt die Hand. Gut, du hast einen Haufen Begriffe. Start war dabei. Keine Konkurrenz unter den Menschen war dabei. Viel Spaß. Ja, danke. Vielleicht kurz an die Leute, falls ihr gerne steht hinten, ist es großartig. Aber hier vorne ist auch noch voll viel Platz, falls ihr euch setzen wollt. Genau, ich habe ja den Spaß, hier zu Degrowth was zu sagen. Nachdem wir auf der Degrowth-Sommerschule sind, dachte ich, dass ihr das vielleicht schon besser kennt als Buen Vivir und habe mich deswegen ein bisschen an die Fragen gehalten, die mir die Programmage gegeben hat. Und da geht es ganz klar um Degrowth als transformatorische Utopie. Und es geht einmal dazu um die Frage, was sind eigentlich konkrete utopische Aspekte von Degrowth? Dann gibt es, was für Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es vielleicht zu anderen Konzepten? Und was heißt es vielleicht für den gesamtgesellschaftlichen Rahmen? Christo hat vorhin schon gesagt, ich rede so schnell, ich sehe die Dolmetscherin leider sehr schlecht. Falls ich zu schnell bin, dann gibt Christopher große Zeichen, aber er mir große Zeichen gibt. Genau, bevor ich einsteige, zwei Klärungen. Der erste Punkt, das ist natürlich meine Perspektive von Degrowth. Ich denke, ich teile mit vielen von euch vieles, aber bestimmt nicht alles. Und das ist auf keinen Fall irgendeine abgestimmte Version von der Sommerschule oder ähnliches, sondern meine. Und das zweite natürlich nochmal, Degrowth ist ein Konzept aus dem globalen Norden für den globalen Norden. Degrowth hat einen globalen Blick und versucht, also ich denke, meine Version von Degrowth versucht, eine Befreiung von dem westlichen Entwicklungsparadigma zu denken und damit eventuell Gesellschaftsgestaltung, freie Gesellschaftsgestaltung im globalen Süden zu ermöglichen, aber es ist explizit kein neokoloniales Konzept, was im globalen Süden angewandt werden sollte. So, das ist gut, das mitzudenken für die ganzen Diskussionspunkte. Malo hat heute schon mal Werbung gemacht für dieses Buch von Barbara, Gut Leben, eine Gesellschaft jenseits des Wachstums. Das möchte ich auch nochmal machen und auch darauf verweisen, es ist immer, man hat ja hier sehr wenig Zeit, ich beziehe mich viel auf Barbara und ich finde, sie stellt diese utopischen Aspekte von Degrowth total gut dar. Da geht's schon los. Ja, eine Utopie ist ein Blick nach vorne, ein Blick in die Zukunft, auch ein Blick ins Nichts. Eine Utopie kann, oder meist tut sie das, eine radikale Kritik der bestehenden Gesellschaftsverhältnisse darstellen. Und durch diese Möglichkeit eines Blicks in diese ideale Welt kann sie eben auch den Weg zur realen Veränderung bereiten und Trost und Hoffnung geben, wo es hingeht. Soweit ich weiß, geht der Begriff konkrete Utopie auf Ernst Bloch zurück. Das ist die Frage sozusagen, die Utopie ist ja eigentlich utopisch, wie kann sie denn konkret sein? Es geht darum, die real möglichen Entwicklungstendenzen aufzuspüren
und sie damit militantem Optimismus zu verstärken. Ja, Bloch führt das weit aus, was militanter Optimismus ist im Vergleich zu anderen. Es soll kein naiver Optimismus sein. Es soll nicht einfach sein, wir denken, alles wird anders. Einfach nur, weil wir es hoffen. Es gibt sozusagen eine Abstimmung von der Utopie mit den konkreten Verhältnissen. Und das passt vielleicht zu dem, was Friederike gestern gesagt hat. Eine Utopie heute, hier, ist wahrscheinlich anders als eine Utopie vor 100 Jahren woanders. Also sie hat was mit den Verhältnissen zu tun, aus denen sie entsteht. Was bedeutet das jetzt für Degrowth? Die Grundaussage von Degrowth ist ja, dass soziale und ökologische Probleme gemeinsam gelöst werden müssen und dass dies nur mit einer radikalen Demokratisierung funktionieren kann. Das heißt, wir brauchen eine demokratisch gestaltete sozial-ökologische Transformation, einen grundlegenden Wandel von unserer Wirtschaft und Gesellschaft. In der Vorbereitung hierzu hat Christopher gemeint, es wäre super, so ganz klasse, ganz klare Sachen zu sagen, so wie sieht dann Verkehr aus oder wie sieht Wohnen aus. Und auf der Demo am Samstag habe ich da mit einigen Kolleginnen und Freundinnen darüber diskutiert und wir haben festgestellt, das ist total schwierig und macht wenig Sinn, weil erstens kommt man da total vom Hundertste ins Tausendste. Ja? Also ich mache jetzt eine radikale These zu Verkehr, da muss man gleich alle fossilen Strukturen von Verkehr denken. Das Zweite ist, es ist total kontrovers, das ist vielleicht lustig, aber ich glaube, dann hängen wir uns vor allem darauf auf. Und das Dritte eben auch, total wichtig, jede konkrete Ausformung kann nur ein Teil von so einer Utopie sein. Und sagen, es ist sehr schwierig, Maßnahmen zu nennen, die dann nicht für sich allein stehen. Das heißt, erwartet nicht von mir, dass ich jetzt sage, ob wir in Zukunft noch Autos haben werden oder fliegen oder wer genau vegan jetzt leben sollte, sondern lasst uns holistisch drauf schauen, was könnte Degrowth als konkrete Utopie heißen. Ich möchte das an diesen drei Aspekten machen, demokratisch, sozial und ökologisch. Ich glaube, der wichtigste Aspekt ist der demokratische Aspekt. Eine radikale Demokratisierung würde für mich bedeuten, Entscheidungen dort zu treffen, wo die Leute betroffen sind von dieser Entscheidung und mit möglichst vielen Menschen gemeinsam. Das heißt aber auch, wir bräuchten Zeit, um diese Entscheidungen zu treffen und wir bräuchten nicht nur die Zeit, sondern auch das Interesse, uns in solche Entscheidungen einzubringen. Und wenn wir uns das so denken würden, dass Entscheidungen dort getroffen werden, wo die Leute davon betroffen sind, wäre das schon ein total radikaler Wandel. Weil jetzt werden ja Entscheidungen getroffen, die haben Konsequenzen irgendwo anders auf der Welt und werden Entscheidungen getroffen von Leuten, die meistens nichts damit zu tun haben, selbst wenn es an einem ähnlichen Ort ist. Und ich glaube, ich habe da keine klare Vision, ob das dann heißt, dass wir überhaupt keine repräsentative Demokratie mehr haben. Aber ich würde mir vorstellen, dass unsere Demokratie viel pluraler ist. Also, dass viel mehr Leute mit Basis- und Konsensdemokratie vertraut sind, dass wir mit Rätesystemen vertraut sind, dass wir vielleicht, wenn es was Repräsentatives gibt, irgendwie mit Rotation oder Begrenzungen arbeiten. Also, dass Demokratie was viel Breiteres ist, als wir es jetzt kennen. Und dass es sich auch auf Gesellschaftsbereiche ausdehnt, in denen wir jetzt aktuell überhaupt keine Demokratie finden. Also die meisten Unternehmen, Medien, Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, Schulen. Ja. Degrowth im sozialen Sinne heißt eine gerechte und gleichere Gesellschaft, die ein gutes Leben für alle ermöglicht. Und ich glaube, da lohnt es sich, auf Maßnahmen einzugehen. Also wir haben so eine massive Ungleichheit, weltweit natürlich besonders, aber reicht ja auch auf lokalem, regionalem, nationalem Niveau, dass ich nicht glaube, dass wir irgendwie eine gleiche oder gerechte Gesellschaft herbekommen, wenn wir es nicht schaffen, massiv umzuverteilen. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall über sowas nachdenken, wie Vermögensübergrenzen, Einkommensobergrenzen, ganz starke Besteuerungen. Und ich glaube, dass auch nur so möglich ist, langfristig von einer Gesellschaft, die im sozialen Sinne weiter weg ist von Konkurrenz, die nicht nach Profitstäben dreht, die kein Profitstäben hat und eben gleiche Lebensbedingungen für alle schafft, da sich hinzubewegen.
Und Degrowth im ökologischen Sinne heißt, den Ressourcen, Energie und Materialverbrauch so zu reduzieren, dass wir die Lebensgrundlagen unseres Planeten erhalten und eben dieses gute Leben für alle ermöglichen. Das haben wir jetzt ja schon total oft hier diskutiert oder gehört, sagen, ne, wenn wir unseren Lebensstil dekarbonisieren wollen oder es wirklich schaffen wollen, den CO2-Fußabdruck um 90% zu senken, würde es natürlich heißen, dass unser Lebensstil sich total wandeln muss. Und vielleicht ist ein Weg dorthin, dass wir anfangen, Produktion und Konsum an konkreten menschlichen Bedürfnissen auszurichten. Diese Frage nach Bedürfnissen ist natürlich immer eine total entscheidende in der Utopie. Was sind Bedürfnisse? Was sind legitime Bedürfnisse? Die müssen auf jeden Fall ausgehandelt werden. Aber ich glaube, diese Grundfrage zu stellen, was brauchen wir zum guten Leben, ist da total essentiell. Genau. Und vielleicht so der Gedanke, ne, wir brauchen bestimmt ein Dach über dem Kopf und was zu essen. Und da kommt bestimmt auch unsere Vorstellung viel dazu, wie irgendwie kultureller Austausch oder Lesen oder so. Aber wahrscheinlich brauchen wir im globalen Norden keine Urlaubsflugreisen mehr irgendwohin. Alles, was ich jetzt hier sage oder was wir uns überlegen, fände ich spannend sozusagen zu hören, was wir da für Vorschläge haben. Aber nochmal zum Anfangspunkt zurück, dass natürlich das in einer Degrowth-Gesellschaft demokratisch ausgehandelt werden müsste und irgendwie so eine breite Diskussion darüber geben müsste. Wie lange spreche ich denn schon? 2 Minuten noch? Genau. Damit zu dem Punkt, was Degrowth für Gemeinsamkeiten und Unterschiede hat. Also, wenn man an die großen Utopien denkt des letzten Jahrhunderts, also vor allem Sozialismus und Kommunismus und wo sie so geendet sind, finde ich, kann man einige Punkte schön feststellen, was Degrowth nicht ist. Degrowth ist meiner Meinung nach kein großer Wurf, kein Masterplan, kein Weg, so, da gehen wir hin, so gestalten wir Gesellschaft, sondern es ist eine Suche nach Alternativen. Degrowth ist pluralistisch, also es ist nicht die Idee, jetzt alles zu vereinnahmen und alle anderen Ansätze irgendwie eines Besseren zu belehren, sondern eher sich da einzureihen, Ansätze zusammenzubringen, Gemeinsamkeiten mit anderen Bewegungen aufzuspüren. Es hat keinen Anspruch, Gesellschaft zentral umzugestalten, also sagen, es gibt eine Idee und dann das Zentralkomitee, die das umsetzt, sondern es gibt eine dezentrale Ideenentwicklung und auch Umsetzung. Und es gibt keine Konzentration von Macht, sondern eher einen Abbau von Hierarchien. Und ganz pragmatisch gesehen, Degrowth hat aktuell leider noch sehr viel weniger Reichweite als die großen Utopien des letzten Jahrhunderts. Ja, zu Gemeinsamkeiten mit anderen Einsätzen, ich glaube, da werden wir auch noch hier drauf kommen. Aber ich denke, mit dem Anarchismus teilt Degrowth auf jeden Fall den freiheitlichen Ansatz, die Machtkritik und die Basisdemokratie oder den Konsensanspruch. Und mit Buen Vivir dieses Zusammenbringen von sozialen und ökologischen Aspekten und die ökologische Orientierung. Christoph hat vorhin kurz erwähnt, dass wir aktuell an einem Projekt arbeiten, das heißt Degrowth in Bewegungen, wo wir Vertreterinnen von verschiedenen sozialen Bewegungen gefragt haben, wie ihre Bewegung eigentlich funktioniert und wie die sich auf Degrowth bezieht oder was da Gemeinsamkeiten sind. Und ich habe total viel gelernt über soziale Bewegungen und wie sie in Deutschland, also vor allem in Deutschland, auch im europäischen Raum, aber es ist eine deutschsprachige Publikation, funktionieren. Und die zentralen Punkte, die da rauskommen, ist auf jeden Fall das gemeinsam ist klar, die Kritik am Kapitalismus und der Wunsch, eine Gesellschaft zu entwickeln, die solidarisch ist und weg vom Profitstreben, die ein gutes Leben für alle ermöglicht, auch jenseits des Nationalstaates, und die ökologischen Grenzen anerkennt. Und manchmal, wenn ich über Degrowth rede und immer wieder sage, ja, das versucht, Soziales und Ökologisches zusammenzubringen und das demokratisch zu gestalten, habe ich so den Eindruck, es wird ein bisschen langweilig und es klingt so banal, aber ich glaube, es ist überhaupt nicht banal. Soziales und Ökologisches zusammenzudenken und das demokratisch zu gestalten, glaube ich, würde total viel ändern, an dem, wie unsere Gesellschaft gerade funktioniert. Als abschließenden Satz. Die Frage sozusagen, ob Degrowth ob Degrowth eine gesamtgesellschaftliche Utopie sein kann,
würde ich gerne damit beantworten, dass ich es total schön fände, wenn Degrowth ein Teil einer gesamtgesellschaftlichen Utopie wäre und eben dazu beiträgt, dass wir erstmal stark von unserem aktuellen Material- und Energiedurchsatz runterkommen. Aber natürlich kann Degrowth nicht die gesamtgesellschaftliche Utopie sein, sondern die müssen wir alle gemeinsam entwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Nina. Du hast auch schon Bezüge zum Anarchismus gebracht, den jetzt Peter vorstellen wird. Und wir machen da nochmal das Spiel mit dem Mikrofon, wenn es wieder bei ist, wieder bei Martin, ja. Und darauf freue ich mich ja besonders, auf einzelne Begriffe zu Anarchie. Just pass it on if you like. Say something or pass it on. Check in. No sé, sobre. Ah, ok. Es libertad. Libertad siempre con un orden, ¿no? Con respeto. Spanish. Epistemicidios. Ruptura de diferentes maneras de pensar. Deutsch, Selbstentfaltung. Ordnung ohne Herrschaft. Deutsch, eigene Regeln. Deutsch, Vertrauen. Deutsch, kollektives Arbeiten. Deutsch, Ordnung. Vielleicht nehmen wir das als Analogie zu Leben ohne Konkurrenz und Liebe. Und es sei denn, jemand möchte noch unbedingt was sagen, weil wir sind ja auch relativ spät dran, dann kannst du starten, Peter. Ja, danke schön. Gleich zweimal kam Ordnung, cool. Ja, vielleicht ist der Anarchismus die utopischste aller Ideologien. Also alle Ideologien formulieren ja Idealbilder der Gesellschaft und ihrer politischen und wirtschaftlichen Ordnung und versuchen dann, diese Ideale zu verwirklichen. Aber der Anarchismus, der fordert eben ernsthaft, dass in der zu erkämpfenden Gesellschaftsordnung erneut Utopien erträumt und angestrebt werden. Utopien sind ja schon irgendwas für Unzufriedene. Die erhoffen sich stets was Besseres von der Utopie und die Anarchisten und Anarchistinnen, die sind nun mal notorisch unzufrieden. Über Anarchistinnen wurde schon so manches behauptet. Etwa, dass sie Gewalt gut finden, bloß weil sie halt so ein paar Könige und Präsidenten gemeuchelt haben. Oder, dass sie Chaos gut heißen, bloß weil ihre Ordnungsvorstellungen eben ohne Hierarchien auskommen, ohne die sich mancher keine Ordnung vorstellen kann. Oder dass sie einfach Staatsfeinde sind, vielleicht sind sie ja kriminell oder Kleinbürgerinnen. Tatsächlich gibt es aber viele sehr unterschiedliche Anarchismen, also Plural von Anarchismus. Ihr gemeinsames Merkmal ist jetzt aber dummerweise ein negatives Merkmal, nämlich
die Ablehnung von Herrschaft in jeder Form. Herrschaft kann einerseits von Personen direkt ausgeübt werden. Deshalb haben einige Anarchistinnen um die vorletzte Jahrhundertwende herum direkt Herrscher angegriffen. Aber das hat überhaupt nichts gebracht. Und andererseits kann die Herrschaft aber auch in Form von Institutionen, von Organisationen oder von Systemen ausgeübt werden. Und deshalb lehnen Anarchistinnen eben viele Institutionen und Organisationsformen ab, insbesondere den Staat, der in der Moderne nun mal das blutrünstigste aller Monster ist. Ja? Massenmord, das gibt es immer mal wieder, aber niemand kann das so gut wie der Staat. Heißt das, dass Anarchisten und Anarchistinnen einfach gegen alles sind? Nein. Die sind für die Anarchie. Klingt toll, was? Was ist jetzt die Anarchie? Das ist nicht irgendein Chaos, so wie man das in den Failed States vorfindet. Ja, von denen liest man in der Zeitung, Staat kaputt, also gibt es da Bürgerkrieg. Das wünschen sich die Anarchistinnen nicht, also nicht die, die ich kenne jedenfalls. Sondern eine positiv verstandene Anarchie, die Freiheit für jede und jeden mit der Gleichheit aller verbindet. Und das sind natürlich schon wieder tolle Worte. Was heißen die jetzt? Da muss ich ein bisschen konkreter werden. Und das mache ich, indem ich jetzt gar nicht meine eigenen Fantasien, sondern Fantasien, die ich mir durch Lesen angeeignet habe, in einem kurzen Überblick streife. Das darf ich vor allem deswegen, weil wir ja 500 Jahre Utopie feiern. 1516 hat der Thomas Morus seine Schrift Utopia geschrieben. Und seither heißen Utopien Utopien. Es gibt unzählige von diesen Texten. Und die meisten Utopien sind Staatsutopien, in denen beschrieben wird, warum eine bestimmte Staatsform gut ist, warum eine bestimmte Herrschaft erstrebenswert, ja, wünschenswert ist, weil sie nämlich so perfekt ist. Halte ich alles für völlig unglaubwürdig. Es gibt aber fast von Anfang an auch diesen zweiten Strang der Utopie, die herrschaftskritischen oder irgendwann hat man sie anarchistischen Utopien genannt. Das geht eigentlich auch schon im 16. Jahrhundert los, 1532. Da war die Utopia, konnte gerade mal Bier kaufen, war sie 16 Jahre alt. Da erschien der Schelmenroman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais. Darin wird unter anderem ein Kloster beschrieben. Jetzt sagt mir erst Kloster, ist da nicht sehr streng. Normalerweise schon, aber bei diesem Kloster gibt es nur eine Regel und die lautet: Tu, was du willst. In diesem Kloster lebt man im Luxus, frönt der Liebe und lässt es sich einfach gut gehen. Die Geschlechterhierarchie ist aufgehoben, aber leider, das Kloster kann nur überleben, weil es da ganz viele Diener gibt, die diesen Luxus schaffen. Also irgendwie doch nicht so anarchistisch. Naja, schauen wir einfach mal 150 Jahre später, 1676, da erschien der fictive Reisebericht La Terre Australe Connue. Auf Deutsch ist es ungefähr das jetzt bekannte Australien, von Gabriel de Fourny. Darin werden die Australier beschrieben, die kennen nun keine Herren und Diener mehr und kommen trotzdem wunderbar miteinander aus. Erstens, weil sie so rational sind und zweitens, weil es auch hier keine Geschlechterdiskriminierung mehr gibt, ja, mehr geben kann. Das sind alles Hermaphroditen. Das Problem ist, dass die alle sehr stark auf Konformität aus sind. Sie sind gleich, also müssen auch alle gleich sein. Und wer dann mal abweicht, naja, der wird dann halt umgebracht. Ist irgendwie auch nicht so anarchistisch, nicht wahr? Also, sehen wir schon das Problem. Es wird immer eine anarchistische Utopie geschrieben und dann nach einiger Zeit kommen dann Autorinnen und Autoren, die sagen, ja,
Moment mal, da sehe ich jetzt aber ein Problem. Hier gibt es ja doch eine Herrschaft, die bisher nicht erkannt wurde. Und so entsteht über die Jahrhunderte ein utopischer Diskurs in Form von literarischen Texten. Und der berühmteste solche Text ist von Ursula K. Le Guin, Planet der Habenichtse, auch bekannt als Die Enteigneten oder im englischen Original The Dispossessed von 1974. Darin wird ein karger Planet beschrieben, auf dem die Anarcho-Syndikalistinnen seit über 150 Jahren versuchen, ohne höhere Autoritäten zusammenzuleben. Das Leben dort ist hart, das liegt an den klimatischen Bedingungen. Ja, also es gibt fast kein Wasser, es ist eigentlich ein Wüstenplanet. Und so hat sich mit der Zeit eine Bürokratie eingeschlichen, die am Anfang nur dazu dienen sollte, die Arbeit vernünftig zu organisieren, um halt überleben zu können. Aber immer wenn es ums Überleben geht, dann wird die Politik so ein bisschen hart. Ja, in Kriegszeiten, dann muss man halt viel opfern. Und so, und dazu kommt eine schlechte Diskussionskultur auf dem Planeten Anaris. Bei Meinungsverschiedenheiten brüllt man sich dann schon mal an oder droht mit Prügel. Und damit ist auch dieser Planet keine Anarchie, wie man sie sich wünschen möchte. Allerdings besser als der Kalte Krieg zu dieser Zeit, der diese Utopie gegenübergestellt wird. In späteren anarchistischen Utopien werden die Probleme von Anaris angegangen. Ein Beispiel möchte ich nennen von Ian M. Banks. Da gibt es dieses Problem nicht mehr, dass die Leute ihre Arbeit so organisieren müssen, dass sie dadurch unfrei werden, weil einfach alles von Maschinen erledigt wird. Jetzt ist aber so, dass wir nicht damit rechnen können, dass wir, sagen wir, in den nächsten 10, 20 Jahren vollständig von der Arbeit befreit werden, weil weltweit alles von Robotern übernommen wird. Also legen wir das mal beiseite auf den Tisch, angenehm zu lesende Literatur, die wir aber jetzt demnächst nicht umsetzen können. Aber andere, es gibt viele, ich stelle noch gar nicht alle vor, aber bei sehr vielen Utopien wird der Fokus insbesondere auf die politischen Entscheidungsverfahren gerichtet. Es gibt zahlreiche Beschreibungen von Streits, die dann im Konsensverfahren gelöst werden. Von Starhawk, Das fünfte Geheimnis oder The Fifth Sacred Thing von 1993. Von Kim Stanley Robinson, die Mars-Trilogie von 1993 bis 96. Von Chris Carlson, After the Deluge, nicht auf Deutsch übersetzt, vielleicht so viel wie Nach der Sintflut von 2004. Oder von Margaret Kiljoy, Country of Ghosts, das Land der Geister von 2014. All das sind Utopien, in denen Leute vorkommen, die wohnen in einer Utopie und sie haben selbst Utopien. Sie möchten also mehr, sie möchten besser, sie möchten schöner leben. Und dann fangen sie an zu streiten, weil sie sich keineswegs einig sind, wie das nun gehen soll. Und das ist die Geschichte in den anarchistischen Utopien, dass es hier um diesen Entscheidungsprozess geht, der nicht auf Eliten oder Führerinnen abgeschoben wird. Und das ist zugleich, möchte ich behaupten, ein Merkmal, das die anarchistischen Utopien auch für Nicht-Anarchistinnen attraktiv macht. Es ist sozusagen das uralte Versprechen der Demokratie. Nur halt ohne antike Sklaverei und Kriegstreiberei und ohne modernen Kapitalismus und Repräsentation. Das war eigentlich schon immer das gemeinsame Ziel von Anarchistinnen und ihren verfeindeten Brüdern und Schwestern, den Marxistinnen. Die Feindschaft, da ging es um den Weg eigentlich, wie man das erreicht. Also ob man vielleicht Freiheit durch Kader, Parteien, Gehorsam, Staat und Diktatur erreichen kann. Die Anarchisten meinten nein. Und Leute wie Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao und so weiter, die meinten ja, und zwar nur so. Letztere haben sich schrecklich geirrt, das wissen wir inzwischen. Und das wird auch heute von vielen Marxistinnen zugestanden. Die Undogmatischen unter den Marxistinnen,
die entwickeln jetzt eine Tendenz in Richtung Anarchismus, auch wenn sie das selbstverständlich niemals zugeben würden. Und da gibt es einen Vorläufer, William Morris. Der hatte im Jahr 1890 schon eine Utopie geschrieben, Kunde von nirgendwo, im Original News from Nowhere. Darin wird eine ökologische und freiheitliche sozialistische Gesellschaft beschrieben, in der es komplizierte politische Entscheidungsverfahren gibt, die den heutigen Entscheidungsverfahren in vielen Protestnetzwerken ähneln. Bezeichnenderweise hatte Morris seine Utopie ausdrücklich als anti-anarchistische Kampfschrift verstanden, doch die Anarchistinnen zu dieser Zeit, Kropotkin fällt einem da ein, die nahmen sofort diese Schrift begeistert auf und verstanden die Kunde von nirgendwo als einen Ausdruck des Wunsches nach Herrschaftsfreiheit, also nach der anarchistischen Utopie. Und auch heute sprechen sich undogmatische Marxistinnen wie Michael Hart und Toni Negri oder wie John Holloway für Aktionsformen und Organisationsweisen aus, die der anarchistischen Theorie und Praxis doch schon sehr ähneln. Auch wenn sie sich vehement gegen dieses schreckliche A mit dem Kreis drumherum sträuben. Die Vorstellung, einfach zu sagen, der neue Arbeiterführer Thälmann 2.0 oder so, dem gehorchen wir jetzt und erreichen dadurch ein perfektes und ewig dauerndes Paradies, ja, das überzeugt halt niemanden mehr. Sich nicht mehr an der UdSSR orientieren, wenn man sagt, ich will was anderes als das, was wir jetzt haben. Das ist ja die Kunst, die wir heutzutage beherrschen müssen. Okay, machen wir das, aber woran orientieren wir uns denn dann? Es gibt keine modernen anarchistischen Staaten. Alle solchen Gründungsversuche, etwa in der Ukraine, in Bayern, in Spanien, ja, in Bayern, 1918, 19, ja. Die mussten immer Kompromisse mit anderen Utopien eingehen und sind dann zwischen der Reaktion und dem Bolschewismus zerrieben worden. Komm ich. Eine anarchistische Staatsgründung wäre ja auch irgendwie widersinnig. Aber worauf ich verweisen kann, und damit komme ich jetzt zum Schluss, ist die Widerstandspraxis in vielen Bewegungen seit den 1990er Jahren. Dort finden anarchistische Selbstorganisationsformen, Konsensprozesse und direkte Aktionen weitere Verbreitung. In der Alterglobalisierungsbewegung, bei Occupy und geben wir es zu, hier, ich habe die Programme gelesen, wie hier Nachbarschaftsbezugsgruppen arbeiten sollen, wie hier Konsensregeln ausgelegt werden, das müssen wir doch zugeben, ist ein anarchistisches Programm. Ja. Jetzt ist aber so, ich muss jetzt noch dazu sagen, dass dabei jetzt erstmal man nicht aufs Ergebnis, sondern auf den Prozess schauen muss. Das war auch bei den Bewegungen so, die haben den Prozess demonstriert. Und was man vor allem dabei sieht, ist, ja, man kann sich mal einigen, aber nein, man kann sich keineswegs immer einigen und es kann total stressig werden. Also Schwierigkeiten gibt es in diesem Prozess und das ist es, was die anarchistischen Utopien ausmacht. Sie bleiben schwierig und diese Schwierigkeiten können wir nicht wegwerfen, weil wir politisch bleiben müssen. So sind wir einfach, mit wir meine ich wir Menschen. Und deswegen stelle ich mir für die Zukunft sozusagen als meine anarchistische Utopie vor, dass dieser Prozess skaliert wird, groß gemacht wird. Von der Bezugsgruppe über das Protestnetzwerk bis hin zur revolutionären Bewegung. Von der Nachbarschaft über die Gemeinde zur Region, von der Fabrik bis hin zum ganzen Industriezweig, sofern es die überhaupt noch gibt. Also ein Föderalismus der freien Vereinbarungen und politischen Abmachungen, der ein Gerüst des Zusammenlebens errichtet, das aber nicht zum Gefängnis wird. Das ist meine anarchistische Utopie. Und wenn wir die erreicht haben sollten, dann müssen wir als erstes sie kritisieren und wieder verbessern. Dankeschön. Jo, vielen Dank, Peter. Wir kommen jetzt nach den drei Inputs
zu einem kleinen Zwischenelement, bevor ihr eure Fragen oder eigenen Statements bringen könnt. Und zwar hat Nina ja gesagt, mich interessiert dieses Konkrete bei Utopien auch so, wie das denn so aussieht und so. Aber vor allem will ich einfach Schlagworte reinwerfen. Und da das erste Schlagwort, also ich nur entgegen der Vorankündigung nur zwei pro Person, weil es schon spät. Das erste geht an Ana Maria, deswegen wechseln wir jetzt auf Spanisch. Vale. Ana, a mí de vez en cuando me gusta jugar a los videojuegos, ¿vale? Y yo no es que sean mis favoritos los de matar a gente, pero yo he matado a mucha gente virtualmente. Sería un loco muy conocido en el mundo si fuera real esto. Así que tu palabra es videojuegos de matar. Y, auf Deutsch, sie hat zwei Minuten, um zu antworten. Tienes dos minutos. Dos minutos, uy, para hablar de videojuegos de matar. Muy divertido. Bueno, creo que, a mí me gusta mucho jugar. Entonces, lo positivo de los videojuegos de matar es el juego. Es el que es un mundo imaginario, ¿verdad? Siempre hay que ver lo positivo de las cosas. Sin embargo, creo que desde una perspectiva del buen vivir, nos educa, nos va trabajando nuestras mentes, primero en un tema que es complicado, que es la violencia. ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos? ¿Matamos al que nos cae mal, con el que no estamos de acuerdo, o tenemos otras formas de resolver los conflictos, ¿verdad? Uno. Y segundo, me parece que hay un tema ahí poco comunitario, ¿no? Digamos, es el videojuego enfrenta, digamos, a una persona con el juego, perdiendo también ese tema que es tan lindo, que es jugar entre seres humanos, ¿verdad? No jugar con una máquina. Entonces, me parece que también hay que rescatar lo otro, cómo podemos practicar esa cosa linda que es el juego entre personas, ¿verdad? Y no solamente con una máquina. Sin decir que quien quiera jugar videojuegos, bienvenido, porque la libertad también es importante. Gracias. Auf Deutsch. Nina, Polizei. Ja, Polizei. Als wir vor 2 Jahren die Degrowth-Konferenz organisiert haben, hatten wir ein Treffen in Leipzig, an dem es in unserem Viertel, wo wir das Treffen hatten, einen Nazi-Aufmarsch gab. Und anstatt, dass wir uns dann den Nachmittag lang getroffen haben, haben wir versucht, Nazi zu blockieren und sind da rumgehiked und haben danach so eine kleine Auswertung gemacht. Und einer von den Mitorganisatoren hat gemeint, er hat sich die ganze Zeit total wörtlich, keine Ahnung, ne? Also er hat gesagt, die Polizei war das Macht- und Herrschaftsmonopol des Staates in dem Moment und er hat sich total eingeschränkt gefühlt in seiner Freiheit. Und er findet das total problematisch. Und meine Antwort darauf war, ich glaub, dass der Rechtsstaat was ist, was Deutschland und den Deutschen und Deutschen sehr gut getan hat. Und die Frage ist sozusagen, kann man einen Rechtsstaat haben ohne Polizei oder Bullen? Und ich glaube, dass es super wäre, eine Polizei zu haben, die fast nie zum Einsatz kommt. Und ich glaube, dass es total davon abhängt, wie die Gesellschaft an sich geformt ist. Das kann man ja auch total daran sehen, wie Polizeipraktiken in verschiedenen Ländern sind, ne? Also je befriedeter das Land, desto friedlicher ist meistens auch die Polizei. Nicht immer und so, können wir lange diskutieren.
Deswegen würde ich sagen, in meiner Degrowth-Utopie gibt es irgendwie sowas wie ein System, was für Ordnung sorgen kann und was vielleicht auch Gewalt anwenden kann, die nicht so radikal ist wie die Polizeigewalt aktuell. Also vielleicht nicht so Körperverletzungen machen kann, nicht so lange Freiheitseinschränkungen machen kann. Ich kann es mir aber aktuell schwer vorstellen, dass wir überhaupt keine Menschen haben, die versuchen, Regeln durchzusetzen. Ich bin da aber sehr offen für Diskussionen. Ich bin mir sicher, es sehen viele anders. Boah, genau 2 Minuten. Und Peter, Käse. Käse? Ja, kann ich ja direkt anschließen, das, was ich vorhin erzählt habe. Anarchie ist Käse? Nee, das meine ich nicht, sondern... Also es kommen Autoren von anarchistischen Idealen und Vorstellungen und meinen, sie haben das Tollste geschrieben, was am freiheitlichsten ist. Und dann kommt die nächste Generation und sagt, ja, aber schau mal her, sollten nicht vielleicht nur die Männer, sondern auch die Frauen befreit werden? Musste man etwa einem wie dem Proudhon erst extra erzählen? Und er meint dann, nein, das reicht, wenn die Männer frei sind. Und dann hat er gesagt, ah, dann doch nicht. Und ich habe den Eindruck, dass aktuell Käse zu so einem Wendepunkt wird, als Symbol sozusagen. Also Käse, um den herzustellen, muss man ja die Milch von Kühen nehmen und nicht nur die Milch, das ging ja noch, sondern auch das Lab brauchst du. Und da leiden Tiere drunter. Und nun ist die Frage, ist das jetzt eine... sagen wir, eine Konsumpräferenz, ich mag halt Käse oder ich mag ihn halt nicht und das soll jeder in seiner anarchistischen Freiheit machen, wie er möchte. Oder geht es darum, dass es sich hier um ein Herrschaftsverhältnis handelt, um die Herrschaft des Menschen über Tiere, die er sozusagen nur als Nutzvieh verwendet. Und da gehen meiner Erfahrung nach die Meinungen von Anarchistinnen und Anarchisten deutlich auseinander. Und das, was ich vorhin vorgestellt habe, die anarchistische Utopie als das, wo die Leute miteinander diskutieren, da stelle ich mir keine Diskussion mit Schweinen und Rindviechern vor. Weil für die bräuchten wir Repräsentanten. Ja? Dann kriegen wir doch wieder repräsentative Demokratie. Aber vielleicht sage ich das nur, weil ich einfach echt gern Käse esse. Jetzt wieder auf Spanisch. Ana. La segunda palabra es dinero. Dinero. Wow. A ver, ¿qué decir del dinero? Me parece que es importante pensar en el dinero como un medio de cambio y nada más. No como digamos, no en la perspectiva del capital y de la acumulación. Me parece que desde una perspectiva más comunitaria, el pensar, el promover o el impulsar la codicia sin fin es contraria totalmente al buen vivir. Yo coincido con pensadores como Polanyi, que dicen que el mercado existió siempre, pero que el mercado es un buen siervo, pero es un pésimo amo, y que el problema es la forma que adquiere el mercado en las sociedades actuales, cuando el mercado pasa a dominar a los seres humanos, ¿verdad? Todo empieza a ser transado en las relaciones de mercado y lo que no pasa por el mercado deja de tener valor. Creo que en ese sentido el dinero es un medio de intercambio y no más que eso. Y deberíamos volver a esa visión, ¿no? O sea, que puede ser el dinero o puede ser cualquier otra forma de trueque, en términos de cómo cambiamos las cosas y cómo intercambiamos las cosas pensando desde otra perspectiva el valor. Und wieder auf Deutsch.
Nina, die Fußball-WM der Männer. Ja, die Fußball-WM der Männer. Ich bin so eine furchtbare, ich schaue nie Fußball, habe keinen Plan und gucke dann manchmal Fußball wegen dem sozialen Event. Deswegen kriege ich dieses beschissene Wort. Ja, die Fußball-WM der Männer. Also aktuell ist jedes Großereignis des Sports ja eine total kapitalistische Sache. Ja? Das werden Leute ausgebeutet, um die Stadien zu bauen. Es wird krass Natur und Umgebung verändert, um die Situation herzustellen. Es werden Leute hochbezahlt, es werden Leute geschmiert, etc. In meiner Vision der Welt können wir solche Großereignisse nicht mehr ausrichten, weil wir nicht so viele Leute wegen sowas um die Welt fliegen wollen und deswegen total viele nachher nicht mehr genutzte Stadien oder ähnliche Sachen bauen. Ich fände es trotzdem total schön, wenn weiter Leute Sport machen und auch von mir aus sich im sportlichen Wettbewerb treffen. Vielleicht könnte man ja sowas machen wie eher mehr Zeit und deswegen können Leute da auch langsam hinreisen und mehr bezahlen die nicht und es passiert nicht auf so ganz hohem Niveau, was man machen, also ich schätze mal, das erreicht man nur, wenn man Leute die ganze Zeit spielen lässt und krass dopt. Genau, also vielleicht können wir weiterhin große Fußballspiele haben, von mir ist gemischt oder getrennt, aber auf jeden Fall sollte dann die Frauen oder andere Geschlechtermannschaften genauso viel Aufmerksamkeit bekommen, aber nicht in dem Großformat, wie es jetzt stattfindet. Und der letzte Begriff an Peter, Menschenrechte. Menschenrechte? Ja. Okay, wenn ich sage, ich bin für Menschenrechte, dann muss ich irgendwann erläutern, wie diese Menschenrechte eigentlich zustande kommen, wer also Menschenrechte vergeben darf. Sind das Naturrechte, die ein Physiker rausfindet oder sind das von Gott gegebene Rechte oder gab es da einen Souverän, der sie gegeben hat? Da müsste ich ja Autoritäten anerkennen. Vielleicht müsste ich sogar sagen, wie die Menschenrechte durchgesetzt werden mit irgendeiner Traumpolizei, die es zwar durchsetzt, aber keine Gewalt anwendet. Jetzt ist aber das Dilemma, in das du mich gebracht hast, dass wenn ich jetzt sage, ja, Menschenrechte, da bin ich total dagegen, dann war ich nicht nur der Käse isst und auf das Recht des Kalbes auf seine eigene Milch rumtrampele, sondern dann auch noch auf dem Recht der Menschen. Also, ja, was soll ich da sagen? Das meiste, was in den Menschenrechten gefordert wird, finde ich, gehört zum guten Umgangston umeinander. Ich bin aber gleichzeitig der Ansicht, dass wir sogar mehr voneinander fordern sollten, dass das selbstverständlich sein sollte und dass das auf eine Art und Weise geschieht, die tatsächlich regelförmig ist. Regeln, auf die wir uns irgendwann einigen müssen und dann sind Menschenrechte die Rechte, die wir einander, weil wir Menschen sind, zugestehen. Also auch den Menschen, die wir überhaupt nicht leiden können und die gibt es ja auch. Die bekämpfen wir, ja, aber wir bekämpfen sie fair.